Plätzen, Baby! Du Sau, ey! Heute Rätseln, GB-Trick? Vollgas, ich kann gar nicht glauben, ey, Vollgas, ey! Vollgold! Naja, laden wir aus, Schaufel rauf und Gas. Wie Felix Beier sagen würde. Naja, gut, Schaufel rauf jetzt so und dann jetzt los. Moin Freunde, willkommen zurück. Wir sind heute Redzend, Alter, GP-Track ballern. Wir gucken mal, wie der Track so ist. Ich war noch nie hier, also war noch nie auf dem GP-Track. Schaufel rauf, los. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. We never give up, no, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill. To make this our world, gonna die on this hill. Be ready to fight and be ready to kill. Ausladen! Mint! Kalt! Saukalt! Die Schlappen waren keine gute Wahl mit weißen Socken. Boah, Digga, ist das zerknallt! Boah! Alter! Jo! Heute wären 30er gefahren. Ha! Doch nochmal Strecke changen? Ja! Würde ich mich sehen, ja? Ja. Die Absprünge sehen aber geil aus. Oder sie haben halt nur eingeschoben, kann auch sein. Aber geht eigentlich, würde ich sagen. Genau deswegen sind wir hier. Dieser andere kaputte Track. Kalt, ja. Hier sind übrigens nur 4 Grad. Was eine Verarsche, Alter. Bei uns am Haus sind einfach schon 15. Schaufel ist drauf. Alles gecheckt. Jetzt müssen wir uns nur noch umziehen, aber es ist noch ein bisschen kalt. Deswegen warten wir lieber noch mal ein bisschen. Welche Sachen ziehe ich heute an? Lila? Oder Zebra? Schreibt es in die Kommentare fürs nächste Mal. Heute nehme ich lila. Beste. Ich dachte, du redest mit dir selbst. Nee. Aber passiert auch oft. Lasst ein Like da, meine Freunde. Für den Algorithmus. Warm-up durch. Alte Katze. Ich sage euch Leute, die Strecke ist nicht ohne. Boah, ich bin noch nie in meinem Leben so eine schwierige Strecke zum Anfang gefahren. Die Sprünge, geisteskrank. Ich bin sowieso nicht so der Springer, wie ihr ja bestimmt wisst. Ja, deswegen war schon ungewohnt, muss ich wirklich sagen, war sehr ungewohnt. Aber wir haben alle Sprünge durch und auch gut. Dann geht's jetzt nämlich gleich raus zum 30er. Hey Conny! Überleg, können wir deine Kette ein bisschen spannen? Wirklich? Ich glaube schon, erstmal. Mm-hmm.
30. War doll, war richtig doll. GoPro-Aufnahme habt ihr ja schon gesehen, dass ihr mal so einen kleinen Eindruck bekommen habt von der Strecke. Ja, ist ein bisschen schwer, tut mir leid, dass ihr jetzt quasi nicht so Premium-Content kriegt. Meine Freundin ist leider noch nicht da. Oh, hallo! Die kommt am Sonntag nachgeflogen und dann gibt es wieder ein paar Aufnahmen von außen. So wie ihr es kennt, jetzt halt leider nur GoPro. Aber ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Ja. Überall fahren hier Leute um einen rum. Überall. So, wir gehen jetzt noch ein bisschen Enduro fahren, dann nehme ich euch auch mit. Ein bisschen Fun noch. Ui, Memo! Was ist denn hier? Yeah.
Junge. Schusch. Weiß ich jetzt nicht. Oh. Weiß ich nicht. Ist wenigstens ein bisschen Sand. Ja, ist ein bisschen, ist wirklich Sand. Ein bisschen. Aber unten drunter gucken wir die Platten raus, Alter. Ja. Die Platten, why? Ich habe auch jetzt schon ganz schön Hunger wieder. Sag dir den Sinn einer Sonnenbrille. Wenn die Sonne aufsetzt, kommt die Sonne zu dir.